Wieso ist das? Was ist das eigentlich für eine Fackel hier? Das ist doch eine andere. Das ist die normale Fackel und das ist irgendeine andere. Aber das ist nicht die Fackel des Zimmermanns. Habe ich die geschieselt oder was? Mal da eben mal kurz gucken. Geschieselte Fackel. Was soll ich denn damit? Ich würde gerne die. Ach, das ist eine von diesen hier. Nein, wir nehmen jetzt erstmal die Standardfackel. Oder, nein, wir können auch was, wir können auch was anderes, schöneres schießeln. Mit der letzten Fackel, die wir haben, machen wir einfach mal Glühlampe? Nee. Wie sieht die denn eigentlich aus? Sieht kacke aus. Nein, das machen wir nicht. Es muss was anderes sein. Kerze? Nein. Ach komm. Egal jetzt. Passt nicht. Partylicht? Keine Ahnung, komm, wir nehmen die. Ist mir jetzt egal. Keine Ahnung. So, die nehmen wir jetzt. Ja, egal. Also das ist zwar auch noch nicht optimal, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal sitzen, damit wir jetzt hier mit der Küche erstmal beginnen können. Wir haben eine Presse und der Hintergrund, warum wir diese Presse gebaut haben, ist natürlich, weil wir jetzt auch mit unserem Honig arbeiten wollen. Wir haben Obst und wir haben inzwischen Honig. So, diese Schienen wollte ich hier eben noch ein bisschen länger, eben ein bisschen weiter setzen. Die Lore schieben wir mal eben zur Seite. Und hier werden jetzt einfach ein paar mehr Schienen gesetzt, damit diese Lore auch nicht immer irgendwie darunter fällt. So, jetzt machen wir fürs Erste hier einfach mal so eine Begrenzung hin. Und die Schienen und die Lore schieben wir behutsam auf die Schienen. Geht das? Ja, so. Und da bleibt die jetzt auch. Damit die nicht ständig hier auf dem Rasen rumdoktert. Okay, auf zu den Bienen. Können wir nicht ein bisschen Obst essen? Ist hier was fertig? Hier ist gerade eine Mango fertig. Die können wir doch essen, oder? Eine schöne Mango. Nehmen wir doch mal eine Mango. Eine Mango. Und dann noch ein bisschen Feigen. Zwei Feigen. Wird das schon wieder dunkel? Ist der Tag schon wieder rum? Gibt's ja gar nicht. So, Bienen, Königin. Ihr seid wahrscheinlich völlig ausgelaugt. Ja, die sind schon tot, quasi. Und ich nehme jetzt alles mit, was hier drin ist. Wachs, also Waben, Honigwabe, Bienenmade. Alles das nehmen wir erstmal mit. Ist ja auch alles stapelbar zum Glück. Und auch hier, Moment, das kann man auch irgendwie schneller machen. Ich habe bloß vergessen, wie es geht. Irgendwie kann man das Ding auch schneller leeren. Dass man nicht jeden einzelnen anklicken muss. Aber egal, wir sind ja schnell im Klicken. Irgendwie geht das auch anders. Ich habe es auch schon mal gemacht. Da war auch schon mal irgendwann ein Kommentar. Aber ich habe es leider vergessen. Leider vergessen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Alles leer. Alle Bienenköniginnen da. Moment, ich muss die auch noch rausnehmen. Wieso kann man die eigentlich nicht stapeln? Oh, die ist sogar noch am Leben. Die hat sogar noch ein bisschen Energie. Aber nicht mehr viel. Wir nehmen alle mit. Auch die lebt noch. Oder ist noch nicht völlig ausgelaugt. So vielleicht. Und man kann ja. Aus diesen Bienenköniginnen kann man ja Royal Jelly herstellen. Und zusammen mit einer Larve entsteht daraus eine neue Bienenkönigin. Und ich habe immer noch keine Antwort auf diese Frage gefunden, die ich mir schon seit längerem stelle. So, wir machen jetzt mal im Dunkeln weiter. Also, Bienenkönigin Royal Jelly. Allerdings nur ein Glas. Wenn man dieses eine Glas Royal Jelly hergestellt hat, ich mache es jetzt einfach mal. So, dann haben wir es. Und dann muss man das mit einer Bienenmade, also nicht Larve, sondern Made, kombinieren. Und dann entsteht eine neue, quasi frische Bienenkönigin. Aber man kann den Bestand an Bienenköniginnen nicht erhöhen, weil nämlich genau ein Glas Royal Jelly aus einer Bienenkönigin erzeugt wird. Und das raff ich irgendwie nicht. Man muss sie doch auch vermehren können. Wieso funktioniert das denn nicht? Also, Bienenkönigin. Achso, die kann man. Ach, die kann ich noch gar nicht verwenden, weil die noch nicht ausgelaugt sind. So, zwei Gläser Royal Jelly. Zwei Bienenmaden. Mehr geht auch definitiv nicht. Also es kommt wirklich immer nur genau zwei da raus. Na gut, in der Runde, das geht ja sowieso nicht, weil wir nicht genug haben. Aber das würde auch nicht funktionieren, sonst wäre es einem schon angezeigt worden. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man die irgendwie nicht vermehren kann. Okay, zwei können wir auf jeden Fall wieder herstellen. Zwei frische Bienenköniginnen.
die wir dann natürlich auch wieder in den Bienenstock packen können. So, jetzt legen wir uns doch mal eben hin. Jetzt legen wir uns doch mal einmal wieder ins Bett. Was sage ich hier so? Ich habe noch nie nachts hier rausgeguckt. Schön, ne? Auf den Zaun können wir nicht springen. Aber sieht wirklich sehr schön aus. Und es ist auch fast monstersicher. Fast monstersicher. Weißt du, was ich noch machen wollte? Gerade wenn es so dunkel ist und ich gucke irgendwie ein bisschen in die Landschaft hinein, dann kommen mir immer so viele Ideen, was ich gerne machen möchte. Und eine Idee, das ziehe ich jetzt nochmal eben vor. Sorry, das muss ich jetzt nochmal eben vorziehen, weil ich das sonst irgendwie nie mache. Jetzt ist es gerade Nacht. So, Stuhl. Wo haben wir Stühle? Oder Chair? Auch nicht. Nee, Hocker. Unter Hocker ist das. Hocker. Auch nicht. Wo ist denn das jetzt? Hallo? Worunter ist denn da? Da ist es doch. Da waren sie doch. Ach, Holzsitz. Holzsitz. Unter Holzsitz ist das. Himmelseichenholzsitz. So. Also, folgendes. Ich gebe jetzt hier erstmal Holzsitz ein. Wir brauchen erstmal Wolle. Weiße Wolle oder blaue Wolle. Keine Ahnung. Grüne Wolle. Wahrscheinlich geht das nicht mit der Wolle. Ich glaube, das funktioniert nicht mit grüner Wolle. Man muss das hinterher machen, wenn man diese Sitze oder diese Hocker hergestellt hat. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist Wolle. Ich nehme erstmal vier raus. Weiße Wolle. Und wir stellen mal einmal einen Sitz her. Einen Sitz. Tropenholzsitz. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, bevor die Nacht vorbei ist. Eiche, Eiche, Eiche. Wollen wir Eiche nehmen oder wollen wir einfach Birke nehmen? Nein, wir nehmen Birke. Wir entscheiden uns jetzt spontan für Birke. Hier ist auch noch Holz und das brauchen wir auch noch. So. Also. Jetzt schnell. Zack. Ganz, ganz schnell jetzt. Stöcke haben wir auch noch nicht. Müssen wir auch noch craften. Nur einen Sitz erstmal. Nur einen Sitz. Oder doch mehr? Ey, wenn irgendwas schnell gehen soll, ne? Das ist unglaublich. So, das brauchen wir auch noch mal. Ein paar mehr Stöcker. Sitz. Druckplatten brauchen wir auch noch. Eins. Eine Druckplatte. So. Also nochmal. Weiße Wolle. Zack. Druckplatte. Stöcker. Wo sind sie? Eins, zwei. Ein Hocker. Mit Lehne, aber einer einfachen Lehne. Oder so eine Lehne hier. Oh, schnell, ey, schnell. Was ist das denn hier? Ist das Wolle? Hoffentlich. Lass es bloß Wolle sein, sonst raste ich hier aus. Nein, was ist es denn? Das ist doch weiße Wolle, oder nicht? Hier muss doch Wolle rein. Fehlt hier irgendwo noch was? Zwei? Zwei? Was fehlt hier jetzt? Was ist falsch? Birkenholz-Sitzlehne. Weiße Wolle, das ist doch alles richtig. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Birkenholzstufe, Stöcker. Ich habe es doch genau so gemacht. Wolle. Stöcker. Birkenholzstufe. So, da geht's doch. Ach, ich habe unten einen reingelegt. Sorry. Das wollte ich gar nicht. Sollte auch gar nicht so sein. Habe ich jetzt vergessen. So, das... Okay. Jetzt gerade so ein bisschen konzentriert. So, da muss das rein, da muss das rein. Also haben wir das auch fertig. Der Sitz ist fertig. Jetzt möchte ich noch einen ganz schnellen kleinen Tisch machen. Tisch, 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 Tisch. Wie geht der nochmal? Stress. Ah, okay, so funktioniert der. Alles klar, den können wir auch noch schnell machen. Einmal so. Machen wir jetzt auch aus Birkenholz, was soll's. So, Tisch. Und runter. Ich wollte mir nämlich schon seit Ewigkeiten so einen kleinen Sitz hinstellen, und zwar an diesen Kirschbaum. An diesen Kirschbaum wollte ich mir so einen kleinen Sitz hinstellen, dass ich runterschauen kann ins Tal. Da muss ich mich allerdings schon ziemlich an den Rand setzen. Hier am Baum sieht man nicht ganz so viel, sei denn ich setze mich hier hin. Eigentlich muss das... Ich meine, es muss schon relativ nah am Baum sein. Ich stelle das einfach mal hier hin. Mit der Lehne, die wir da einfach dran setzen. Zack.
Moment, ich habe es jetzt falsch rumgesetzt. Das muss natürlich anders sein. Das muss so rum sein. Zack. Mit Lene. Zack. Jetzt ist es richtig. Und einem gemütlichen kleinen Tisch. So. Und hier setze ich mich dann drauf und gucke ins Tal runter. Das wollte ich schon so lange machen, dass ich mir hier einen gemütlichen Sitz unter einem Kirschbaum setze, wo ich dann in den Himmel schauen kann und etwas träumen kann und mir die Stuhllehne angucken kann. Aber vor allen Dingen, weil ich halt in das Tal runterschauen möchte. Sehr schön. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein super Platz, um vielleicht ein paar kleine Gruselgeschichten zu erzählen. Naja gut, das ist immer noch so ein Gedankengang, den ich so habe. Aber das war so meine Idee. Ich wollte immer hier schon mal so einen kleinen Stuhl haben unterm Kirschbaum mit Tisch. Das haben wir jetzt gemacht. Vielleicht können wir ja auch dauernd noch einen anderen Tisch hinstellen oder auf den Tisch was draufstellen. Vielleicht können wir auch noch eine kleine Laterne hier platzieren. Aber das ist mir jetzt gerade so zwischendurch halt nochmal eingefallen. So, was wir jetzt eigentlich machen wollten, ist zum einen schlafen. Wo müssen wir das eigentlich? Eigentlich ist auch egal, ne? Ach komm, schlafen wir, was soll's. Lasst uns schlafen. Lasst uns schlafen. Und wieder runtergehen. Nicht gegen die Wand laufen, sondern runtergehen zu unserer Presse. Und wir werden jetzt das erste Mal Honig haben. So, diese Honigwaben müssen da rein, oder? Was muss da denn noch rein? Ah ne, läuft schon, läuft schon. Läuft schon. Zack. Bienenwachs. Und Honig. Oh, wie schön. Echt das erste Mal. Was mache ich denn hiermit eigentlich? Wachswabe. Daraus kann man ja Wachs herstellen, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da auch noch irgendwas mit der Wachswabe machen können. Ob man da vielleicht irgendwie noch gezielt Wachs rausbekommt. Ich weiß es nicht. Aber dass wir jetzt Honig haben, finde ich total geil. Das finde ich total cool jetzt gerade. Also es dauert noch ein bisschen. Der Honig muss jetzt erstmal laufen. In der Zwischenzeit können wir unsere Bienen nochmal wieder in die Bienenstöcke reinsetzen. Die dann erstmal weiter produzieren können. Unsere Bienenköniginnen. Die so fleißig waren. Feige. Habe ich das mitgenommen? Nein, ich habe sie nur in Windeseile gepflückt, aber nicht mitgenommen. So, also weiter hier. Unsere Bienenstöcke. Unsere alten Bienenköniginnen, die erst noch ein bisschen arbeiten müssen, kommen erstmal hier vorne rein. So, und dann gehen die anderen beiden, die frischen Bienenköniginnen, fangen dann hier quasi neu an. Fertig. Super. Geht los. Und zurück. Vielleicht macht es sogar wirklich Sinn, die Eisenbahnstrecke hier noch ein bisschen auszubauen, weil man musste jetzt doch zu den Bienenstöcken ziemlich weit laufen. Naja, okay, ist ein anderer Gedankengang. Ach, ich wollte ja den Stuhl eigentlich mit grüner Wolle schmücken, ist mir gerade eingefallen. Aber ist egal, wir haben es jetzt mit weißer Wolle gemacht. Ist auch in Ordnung. Und wir gucken uns jetzt mal, während der Honig produziert wird. Hier haben wir auch Toast inzwischen drin, falls wir das verwenden können. Und jetzt gebe ich nochmal gerade Sandwich ein. Sandwich. Sandwich. Gelee. Wie stellt man überhaupt Gelee her? Was braucht man überhaupt? Feigengelee. Ach, wir haben ja Feigen. Butter, 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 Erdnussbutter. Wir brauchen auch Butter. Die habe ich natürlich noch gar nicht. Aber Pistazien haben wir doch, oder? Almondbutter. Schneidbrett. Ach, ein Schneidbrett brauchen wir auch. Ein Schneidbrett. Wie stellen wir das denn nochmal her? Das können wir erstmal relativ schnell herstellen. Aber erstmal gucken wir weiter. Was können wir sonst noch machen? Sandwich. Was haben wir da? Okay, sowas haben wir nicht. Nee, das haben wir nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Himbeergelee. Also für alle Sandwiches, die hier aufgeführt sind, braucht man immer dieses Schneidbrett. Und dann natürlich abhängig von der Gelee-Art unterschiedliche Zutaten. Aber Brot braucht man auch immer. Brot braucht man auch immer. Brot immer und Schneidbrett immer. Und Butter braucht man irgendwie auch immer. Erdnussbutter. Was war das noch? Almond Butter, Chestnut Butter, Pistazienbutter. Pistazien.
Saftpresse, die brauchen wir auch nochmal. Also, ich muss jetzt mal eben gerade gucken, was wir überhaupt in unserem Bestand haben. Was haben wir denn hier? Ich glaube, diese Butter können wir gar nicht herstellen, oder? Diese Butter können wir irgendwie gar nicht herstellen. Pistazien haben wir hier. Pekannüsse haben wir auch. Kann man keine Pekannussbutter machen? Ich glaube, wir haben die entsprechenden Zutaten für diese Butter nicht. Vielleicht kann man da auch normale Butter für nehmen. Was war das jetzt? Erdnüsse, Almond. Pistazien, das haben wir alles nicht. Erdnüsse. Ich muss mal unten gucken. Also wir müssen vielleicht doch nochmal runter ins Bauernhaus, um zu gucken, was wir da für Zutaten haben. Das werde ich ganz in Ruhe mal machen, weil, also was wir jetzt auf jeden Fall herstellen sollten, wir sind jetzt kurz davor, sind diese Sandwiches und es muss einfach so sein, dass wir irgendwas unten in diesem Bauernhaus haben. Und das gucken wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge genauer an. Für heute bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Schön, dass du eingeschaltet hattest und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.